Hallo und herzlich willkommen zurück zur fehlgeschlagenen Mission einer dringenden Lieferung, die wir nie machen. So, und zwar, wir wollen heute eine Station bauen. Eine Stahlproduktion, Stahlfabrik, und zwar möchten wir das gerne aus Altmetall und Kohle machen. Gründen. Und es ist halt wieder diese Standardform geworden. Mit meinem Schiff vorne dran. Okay, das sollte ich vielleicht entfernen. Das habe ich letztens, glaube ich, nicht getan. Das hatte ich, aber ich habe ja dran gelassen. Alles klar. Das war ein bisschen doof von mir vielleicht. So. Jetzt. Ja, das war mir klar. Genau, Scrap Metal können wir günstig einkaufen, Kohle ist ein bisschen teurer, aber wir können hier super verkaufen. So, alles klar. Gut, wir müssen erstmal umbauen. Aber definitiv sowas von, und zwar, das gefällt mir so gar nicht, es kommt alles weg. Tausend kleine Blöcke, ich mag es einfach nicht. So, und okay. So, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Fundament, würde ich sagen. Und zwar machen wir hier mal ein bisschen Frachtraum hin. Wie viel Frachtraum habe ich eigentlich an meiner Weizenfarm dran? Kann ich das hier irgendwo sehen? Nein, kann ich nicht. Ja, kann ich natürlich nicht. Ich muss mal gerade hier. Weizenfarm, wo bist du? Ah, bist du doch irgendwie ganz extrem grün leuchtend da. Ja, ist klar. So. Wie viel Frachtraum habe ich? Ich habe 126.000. Okay. Ich weiß nicht, ob ich so viel brauche. Aber ja, wir machen mal ein bisschen. So. Bauen. Frachtraum. Spiegeln macht man mal aus. Damit die Fehlermeldung nicht kommt. So. Also erstmal klein machen und dann machen wir mal. Hunderttausend, boah, wie viel ist denn das? Das ist schon ein bisschen was, ne? Ja, ich würde das erstmal so machen, glaube ich. Grün. Und dann Block Mitte würde ich vielleicht machen. Lock Mitte hier. So. Alles klar. Dann bauen wir hier oben drauf ein. Ja, wobei. Wie viele Quartiere brauchen wir denn eigentlich? Also auf jeden Fall nicht mehr Block Mitte. Kein Einrasten. Ich würde das aber gerne spiegeln. So. Können wir es mal hier vielleicht irgendwie so machen? Kann man das irgendwie sehen? Moment. Wenn ich das hier so mache. Und dann das in die Mitte schiebe. Moment, ich muss die Dingens vergrößern. Wir machen das mal auf 1 vielleicht. 1. Kein Einrasten. So. Und jetzt machen wir das mal auf 4x4.
Wenn ich jetzt auslasse, dann ist es wieder weg, ne? Ah, perfekt. Nein, 4,5. Eben nicht perfekt. So, ist das in der Mitte noch? Ja. So, okay. Jetzt würde ich sagen, erstmal Crew. Crew anheuern. Wir brauchen Mechaniker und... Achso, sonst erstmal nichts. Anheuern. Oh, wir brauchen noch ordentlich was an Mechanikern. Ja gut. Was soll's. Wir nehmen erstmal, was wir bekommen. Und später machen wir das dann anders. So. Ich muss mein Schiff hierher bewegen. Weil ich muss Crew hin und her schippern. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Hier. Komm mal her. So. Oh, da kommt schon der erste. Moment. Ja, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ohne dass ich irgendwas eingestellt habe von wegen aktiv kaufen, verkaufen, sonst was. So. Kommt schon der Erste und will hier was anliefern. So, er hat mir automatisch hier einen Dock rangebaut, weil ich keins mehr hatte wahrscheinlich. So. Jetzt würde ich tatsächlich ein bisschen Generator noch oben drauf setzen. Ich möchte gern alle Werte sehen, danke. So. Erzeugte Energie, wir sind sehr knapp. Wir machen das mal so, würde ich sagen. Und außenrum verkleiden wir das Ganze noch ein bisschen dann, damit es halt schön wird im Endeffekt nur. Nur für die Schönheit haben wir das dann. So. Was brauchen wir sonst noch? Integrationsfelder, das ist klar. Schilde brauchen wir auf jeden Fall noch. Schilde. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen, Schilde. Schilde, Schilde, Schilde. Und zwar nicht zu wenige. Da sollte man ein bisschen mehr haben vielleicht. So vielleicht? 25.000. Das Problem ist, dass die Generatoren dann so klein sind. Schmelzen. So. So. Okay. Und das hier vorne, das machen wir mal weg, würde ich sagen. Das, braucht niemand mehr. Würde mehr als die ausgewählten Blöcke entfernen, würde mehr als die ausgewählten... Was ist denn, was hängt denn noch dran? Was hängt denn da noch dran? Ach, hier. Das hier? Nee.
Nee, das. Hä? Verstehe ich nicht. Ja gut, dann lassen wir das halt dran. Dann hat es halt hier vorne so ein Undock-Dingens. Dann ist es halt so. Okay. Ist mein Schiff mittlerweile da? Ich möchte nämlich ganz gerne, dass du mir ein bisschen Crew vorbeibringst. Huch. Okay, so. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Wir brauchen haufenweise Mechaniker auf jeden Fall. Gibt es hier überhaupt... Ja, gibt's hier. Ingenieure brauchen wir auch ein paar, aber ich glaube, da haben wir was übrig. So. Und Mechaniker müssen wir auch eigentlich ein bisschen was übrig haben. Wir müssen mal schauen. Aber ich möchte auch nicht zu viel hergeben, weil ich brauche so 40 Stück oder so. Also. Naja, komm, ich nehme mal was mit. Und hier nehmen wir auch mal. Achso, das ist hier ein 5-Sterniger. Hier nehmen wir mal. Ja, andererseits, wir können sie wieder rauswerfen. Zack, ins All mit denen, wenn wir sie nicht brauchen. Okay, wir haben ja im Endeffekt ein bisschen Geld haben wir ja. Also das hat jetzt nur 5000 gekostet. Ist jetzt nicht so tragisch. So. Okay, und es wurde automatisch hier so ein Dingens drauf gebaut. Ein Dock. Alles klar. So. Crew transferieren. Okay, wir brauchen hier noch wesentlich mehr Mechaniker. Ich transferiere mal hier von 19. So. Und davon 50 rüber damit. So. Bauen. So. Dann gucken wir doch mal. Wir haben jetzt... Ingenieure haben wir keine, ne? So, das... Ah, okay. Jetzt wurden die automatisch verteilt und dann passt es wieder. Okay. So. Ungelernt. Und hier haben wir auch haufenweise ungelernt im Endeffekt. Aber wir bauen noch ein bisschen aus. Und... Ich würde sagen, wir bauen auch eine kleine Akademie dran, damit wir die ausbilden können. Hier. Ausbildungskapazität, also das ist im Endeffekt nur die Kapazität und nicht ja. Machen das mal so. Und dann müssen wir noch ein bisschen integrieren. Ja.
So, das geht so nicht. Ah, ja. Ja, das geht so nicht. Alles Laster. Hier muss man mal. So viel. Ne? So, dann bauen wir hier oben noch eins hin. Okay, das machen wir vielleicht auf beiden Seiten, ne? Einfach nur, damit wir ein bisschen safe sind. So. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein bisschen. Ja, wir haben Neonite, haben wir ohne Ende. Fülle. So. Ganz klein. Dann hier machen wir es auf 5. Und hier halt dann nach oben. Wobei, wir könnten. Wir könnten das so machen. Moment. Ist der GZ? So. Wir könnten das so machen. Und so. So. Und so. Ist die jetzt eigentlich alles noch integriert? Ja. Sehr gut. Dann machen wir das hier so. Und das sieht doch ganz gut aus so, oder? Haben wir zwei Schlote drauf? Naja, wie auch immer. Also es, ja, es ist ein viereckiger Klotz. Ja. Okay, ich sehe es ein. Es ist ein viereckiger Klotz. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. So. Dann gehen wir kurz unter P. Und zwar, jetzt können wir unsere eigenen Leute ausbilden. Als erstes würde ich die Leute hier ausbilden. Den hier brauchen wir nicht ausbilden, das ist für den Arsch. Aber die Leute hier tatsächlich würde ich ausbilden. Wir nehmen mal 3. Und hier brauchen wir ein paar mehr. Wie viel haben wir hier? Ja. Okay. So. Dann würde ich sagen, gehen wir her. So, alles Geld rausgeworfen. Ingredients are missing. Wir müssen vielleicht trotzdem Ingredients aktiv bestellen. Weil wir Kohle eben nicht herbekommen. Und ich glaube, das ist das Problem. Frachtraum. Ah, wir haben keinen Stahl. Kein okay, Kohle haben wir aber da. Das heißt, wir könnten den eigentlich vielleicht rausmachen. Das muss vielleicht einfach nur eine Weile warten. Dauert vielleicht einfach nur eine Weile, bis es dann endlich mal funktioniert. Der bringt Altmetall und das hat gefehlt. Wir hatten kein Altmetall. So. Und jetzt sollten wir eigentlich
Reich. Hä? Wieso habe ich hier so einen Anzeigefehler? Oder ist das schon wieder alles weg? Oh, 10. Das ist schon wieder alles durch. Aber das läuft ja gerade erst an. Das heißt, es könnte eigentlich passen, auch ohne aktiven Bestellen. Könnte das passen, wenn hier jetzt schon so viel los ist eigentlich. Ich habe das Ding hingesetzt und die ersten waren schon da. So, wir gucken uns jetzt mal das Ganze hier an. Wie sieht das hier aus? Von welcher Seite aus sieht man das? Stahlfabrik. Okay. Ich gehe noch mal eben in den, ins Baumenü. Wie lange nehme ich das Spiel auf? Okay, passt noch. Arm frei. Also, wie hoch muss ich denn meine Buchstaben machen? Ich glaube 7, oder? Moment. Ich muss das mal irgendwie... wie mache ich das denn? Ich kann das ja mal anmalen vielleicht. Oder? Wir nehmen mal Blockmitte. Also 1, 2, 3, 4. So vielleicht? So. Das Gitter. Das geht, ob das passt. Ja, doch, sieht gut aus. Moment, ich muss hier mal das hier so vielleicht. Oder trotzdem das hier? Nee, das ist auch doof. Dich nehmen wir. Hier vielleicht. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Naja, naja, es geht aber.
Das H hätte noch eins breiter sein dürfen, oder? Sieht aber dann, glaube ich, auch komisch aus. Na, wobei, es geht. So. Müssen wir nur noch anmalen. Was nehmen wir denn? Ah, das war ja direkt. Stil. Hier, Infinity Steel Blue. Unendlichkeit. Unendlichkeit Stahlblau. So. Stahl und die Fabrik selbst, wie machen wir die? Die machen wir schwarz. Oder ziemlich dunkel vielleicht. Oder rosa. Nein. Oder grau. Hier, sowas hier. Nee. Die muss dunkler werden. So. Night Grey. So? So vielleicht, ne? Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen schützen. Wenn ich hier ganz kleine Blöcke nehme. Genau. Funktioniert das dann eigentlich, wenn ich hier was ranploppe? Wie weit geht das? Nur einen Block weit. Okay, dann muss ich halt ein paar mehr hinsetzen. So, jetzt wird's ein bisschen doof. Kann ich da von der anderen Seite hinschauen? Ja. Perfekt. So. Wir könnten da auch noch Licht dran machen eigentlich. Hier könnte man noch ein bisschen Licht hinmachen, dass das besser beleuchtet wird hier. Licht, Leuchtblock, leicht indirekte Beleuchtung oder so, also auch hier hinten. Funktioniert das? Nee. Ich glaube, das bringt nichts, ja? Den größer mach. Leuchtet der? Der leuchtet doch nicht, oder? Ich brauche richtig was, das leuchtet. 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 Ja. Ich brauche das Titanlicht.
Wenn ich das einfach hier so ein bisschen verteile, so ein bisschen, immer ist dahinter so ein bisschen. Leicht. Ja. Na komm. Das sieht doch nicht mal so schlecht aus, oder? Kann man doch so lassen. Man sieht's. wie sieht's hier aus eigentlich? Ah, hier sieht man's nicht so. Naja, aber ist egal. Vor allem sieht man's spiegelverkehrt. Man sieht diese Seite also. Oder? Ja, man sieht diese Seite. Hier ist es halt falsch rum. Diese Seite sieht man auf dem Bild. Das ist ein bisschen doof. Aber es ist egal. So. Wir könnten noch ein Dock mehr ranbauen vielleicht. Also dann ist halt das da vorne dann das Hauptdock sozusagen. Das hier. Moment, ist das alles integriert eigentlich da vorne? Ja, es ist integriert. Okay, gut. Dann... nichts gesagt. So, eine Drehung bitte, danke. Dann bauen wir hier noch ein Dock hin. Oh! Ah! Ah! Ja, cool. Schön. Alles klar. Ja, perfekt. Funktioniert. So, haben wir genügend Mitarbeiter da drin? Wo ist meine Mitte überhaupt? Das ist ja total doof. So. Jetzt. Kann ich hier eigentlich nochmal upgraden? Nee, kann ich nicht, ne? 6 Produktionen. Die werden aber nur 4 angezeigt. Weil nur 4 laufen wahrscheinlich. Weil wir mehr keine Ressourcen haben. Das läuft noch ein bisschen zäh an. Hm? Vielleicht sollte ich tatsächlich einfach aktiv Güter bestellen. So. Okay, wir machen mal aktiv bestellen, damit wir immer genügend da haben. Und dann hoffen wir einfach, dass das sich verkauft wie warme Semmeln. Und wir ordentlich Gewinn damit machen. So, so ist der Plan. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, diesmal haben wir jetzt was gebaut, das tatsächlich, für das es eine Nachfrage auf jeden Fall gibt. So, und jetzt gucken wir mal, wie hat sich das hier verändert. Hat sich das verändert? Stahl. Nachfrage ist immer noch sehr hoch. Und ja gut, wir müssen das mal abwarten, bis wir hier was auf Lager haben. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine Stahlfabrik stehen. Und du bringst was? Was bringst du denn Schönes? Altmetall.
Ja, brauchen wir auch dringend. So. Also, wir brauchen 4-mal Kohle und 12-mal Altmetall, wenn wir 6 Stahl bekommen. Ja, dann. Aber wir können weniger Altmetall lagern als Kohle. Wieso das? Ach so, wegen der Größe, weil das hier 3 hat und das hier nur 2, deswegen wahrscheinlich. Ingredients are missing. Da muss man endlich sein Zeug hier abliefern, der gute Mann hier. Jetzt. Ja, das ist halt sofort verbraucht. Das ist halt sofort weg. Zack, jetzt laufen 6 Produktionen und es ist sofort weg. Ich möchte gerne den Preis sehen. Verdammt. So, Hammer. Es ist schon wieder verbraucht, komplett. Es müsste schon wieder der nächste kommen und was bringen. Wahnsinn. Okay, alles klar. Moment. Eine Frage habe ich noch. Personal. Wie sieht's denn hier aus? 45 Minuten. 42% ist einer. Okay. 63%. Achso, die sind alle drei drin. Oder? Genau, die sind alle drei drin. Werden alle drei gleichzeitig fertig. Das ist ja gut, das ist ja super. Das ist ja super. Und hier würde ich sagen, können wir dann tatsächlich ein bisschen was einsparen. Braucht ja kein Mensch. Gut. Unsere Güter. Okay. Güter von Station holen können wir gar nicht, aber wir können Güter an die Station liefern. Theoretisch. Das ist aber auch nicht schön. Wenn wir nur liefern können, das macht eigentlich gar keinen Sinn hier. Aber was soll's? Was soll's? Es ist eigentlich egal. Und dann stellen wir das hier mal wieder zurück, einfach nur damit es halt hier das nicht dasteht. Ist ja egal. Okay, wir haben haufenweise gerade Quartiere noch frei, das ist sehr gut. Und die hier werden ausgebildet, perfekt. Okay. Und da kommt wieder ein Frachter. Und was hat er Schönes dabei? Na, was hast du dabei? Ah, da könnte ich einen ganzen Tag zugucken. Der muss was dabei haben. Weh, der holt Stahl. Hier gibt es eh kaum Stahl. Der hat Kohle dabei. Okay. Ja, Kohle, glaube ich, haben wir aber tatsächlich noch ein bisschen. Ja, Kohle haben wir noch. Gerade das, was eigentlich weniger verfügbar wäre, davon haben wir genügend. Und Altmetall wäre eigentlich mehr verfügbar und davon, da verscheitert es halt irgendwie dran. Da haben wir nichts da. Das ist aber auch sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Also das ist jetzt nochmal so ein Versuch, mit einer Station Geld zu verdienen. Ich hoffe, das klappt jetzt besser, weil wir jetzt eben genau darauf geachtet haben, was haben wir da, was haben wir nicht da, was wird benötigt. So. Wenn das nicht funktioniert, also wenn das hier auch nicht so toll läuft, dann weiß ich nicht, was man machen soll, damit das funktioniert, damit das ordentlich klappt. Also ich glaube, wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen können, was bei uns in unserer Macht steht, um ja, erfolgreich damit zu sein.
Ich glaube es zumindest. Man hätte es noch ein bisschen schöner machen können. Dann wäre man vielleicht noch erfolgreicher. Aber gut. Ich hatte gedacht, das ist eine Stahlfabrik so, die hat zwei große Schlote, so, wo halt alles Mögliche einfach nur die Abgase rauskommen und so, weil im Endeffekt, wenn wir nur Stahl haben und kein CO2, keine Energie brauchen und sonst was, ja, dann, wenn wir nur Kohle haben und Stahl und Altmetall, das dann zu Stahl wird, ja, ne? Ne? Ja. Wir brauchen Schlote, die das irgendwo hin pulvern, den Rest. Also, ja, naja. Ja. Okay. So, ich switche mal in mein Schiff. Habe ich denn was dabei, was du brauchen kannst? Verkaufen. Ich habe nichts dabei. Okay. Okay, ich habe nichts dabei, das ich dir geben kann. Es tut mir leid. So. Dann lasse ich dich mal machen und ich bin dann mal weg hier, würde ich sagen. Ich möchte was verkaufen. Hier wird nichts gekauft, das ich habe. So viel habe ich gar nicht mehr. Ja, das wird langsam. Ein bisschen was habe ich schon noch dabei, was mal loswerden könnten, aber es wird langsam. So, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bleibe hier mal stehen, würde ich sagen. Wir könnten mal aber trotzdem noch kurz zur Weizenfarm schauen. Zur Weizenfarm schauen. In den Sektor wechseln. Und wir könnten mal gucken, wie es denn hier so steht. Oh, wir sind mit einem Plus. Sehr cool. Okay, mittlerweile, das funktioniert jetzt mittlerweile. Hier machen wir jetzt langsam Gewinn. Das ist sehr gut. Da freue ich mich direkt drüber. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Wir gucken mal. Die Stahlfabrik müsste eigentlich deutlich mehr Gewinn machen als das hier, weil, naja, Weizen ist jetzt hier nicht so gefragt. Ja, wir haben zwar Wasser und Energiezellen haufenweise vorhanden, aber Wasser ist nicht so gefragt. Sauerstoff ein bisschen mehr. Ja, muss mal gucken. Zumal ich die Station eh viel zu groß eigentlich gebaut habe. Und Versicherung, ich muss die Station noch versichern, ha? Das muss ich noch machen, bevor ich raufgehe. Piraten greifen den Sektor an. Ja, ich denke mal, bis die Piraten da angreifen. Versicherung. Hier, guckt euch das an. Ja. Sicherung abschließen. So. Schwarzes Brett. Kohlelieferung Stahl. Ruhe anheuern. Naja. Okay. Oh, die Fabrik produziert. Wie lange? Nicht besonders lang, vermute ich. Das war es halt schon wieder. Wir haben halt nichts da. Wir haben nichts auf Lager. Okay. Dann Dankeschön fürs Zugucken. Wir haben eine Stahlfabrik gebaut. Ich bin gespannt, ob das einigermaßen funktioniert. Ob das besser funktioniert wie eben die Weizenfarm. Eigentlich müsste die sehr gute Abnehmer finden. Eben. Ja. Eben weil die. Weil hier halt sehr, sehr starke Nachfrage nach Stahl besteht. Und die müsste sehr schnell ins Plus kommen. Normalerweise. So. Wir haben nicht viel Vorrat da. Und da kommt der nächste, der was bringt, glaube ich, hoffe ich. Mal gleich sehen, was hast du dabei? Hast du was dabei? Oh, sorry, ich habe leicht angetitscht. Oh, hoppala. Das war nicht so gut. Altmetall. Perfekt. Perfekt. Hat Altmetall dabei. Wie viel kann man halt leider nicht sehen. Das sehen wir erst, wenn er hier das rüberschiebt.
Und ich muss Schluss machen für heute. Ich ziehe es schon wieder so in die Länge. Es tut mir absolut leid, Mann. Ich will ja selber aufhören eigentlich, aber irgendwie will ich dann doch noch wissen, wie viel hat's denn gebracht? Unter guter Handel war das, ne? Ja. So, jetzt müsste ich gleich nochmal was bekommen von wegen minus Geld oder so. Ihr Altmetall. Ja, komm, die Welt. Die bringen ja nichts vorbei. Die bringen ja nichts ran. Das ist ja übel. Ja. Die bringen ja nichts vorbei. Hier kommt ja nichts vorbei. Naja. Wir lassen das mal ein bisschen einpendeln. Vielleicht wird das ja noch irgendwann. Vielleicht holen die endlich mal genügend Sachen irgendwann mal ran, dass das hier richtig ordentlich funktioniert. Gut, ich sage jetzt aber wirklich endgültig Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hier aus sieht man es richtig, ne? Bei unserem Stahlwerk. Achso, ich kann nicht nach oben. Stahl. Stahl ist auch ein Name übrigens. Gibt's in der Gegend öfter. Stahl. Als Name, als Familienname. Ja, ich schweife ja. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.